Moin Leute, was geht? Heute mal wieder ein kleines Video von mir. Ich bin jetzt noch in Bremen, aber es fängt jetzt so ein kleines Abenteuer an, denn wir haben einen Eintagestrip nach Wien. Dort wird John Williams höchstpersönlich heute mal sein. Ich bin sehr gespannt, habe auch meine Kamera dabei. Ich hoffe, dass ich sie überall hin mitnehmen kann. Jetzt geht's erstmal zum Flieger. Hier ist jetzt der Konzertsaal, wo wir gleich den guten Johnny treffen werden. Der Nachteil bei der ganzen Sache, wir haben Stehplätze. Aber egal, Hauptsache, das einmal miterleben. Jo, wir sind durch. War richtig, richtig schön. Hat sehr viele Lieder gespielt, auch zum Ende hin. Einfach mal so eine Legende nochmal live zu sehen. Es gibt ja nicht mehr so viele Künstler, die so krass sind wie er halt. Gar nicht, wo man hinschuten soll hier. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen Richtung Schnitzelladen und machen hier auch ein paar Picks. Ist echt eine schöne Stadt. Es war natürlich regnerisch und ein bisschen kalt, aber ich kann mir vorstellen, so die Sommerabende hier sind schon richtig, richtig schön, oder? Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, das stimmt. Aber wir machen das Beste daraus. Ja. Ach. Es gibt kein schlechtes Wetter. Durch Regen kommen immer coole Fotos, deshalb die ganzen Reflexionen auf dem Boden. Ich freue mich schon auf den Abend, weil da wird es richtig schön mit den Lichtern, glaube ich. Ich habe gerade
ein Foto gemacht von so einem kleinen Jungen. Ein kleiner Junge mit einer gelben Jacke. Ich wollte ihn halt genau in der Mitte hier erwischen, weil er ist mit seinem Fahrrad darüber gefahren. Ich habe ihn fast in der Mitte gehabt, aber leider nur fast. Hier ist das Foto. Da ist unser Laden übrigens, wo wir jetzt gleich was essen wollen. Also da hinten. Da ist eine fette Schlange, so wie bei Mustafas Gemüsekebab. Hier geht es aber um Schnitzel. Wollen wir trotzdem mal gucken, ob wir da reinkommen? Ja. Geben. Sieht man ein wenig, oder? Alles nur für Sie. Das, das und das. Und für mich ist. Ja. Sag mal, schön, wenn du dies machst. Ja, Diet Coke. Spontan hier mal reingegangen. Das war genau neben unserem Laden, wo wir gerade die Schnitzel weggeschnitzelt haben. Sind die auch von mir eigentlich, ja? Ja, stimmt, ja, wie? Das sieht so sah unser Schnitzel aus. Boah, Traum. Das war wirklich geil. Schatzecke. Heute ist der Sonntag, ist alles zu. Hier mache ich mal ein Foto von dir, hier ist viel Licht. Wir sind jetzt beim Stephansdom oder wie das heißt. Ist cool, dass es so gut beleuchtet ist, ne? Wir treffen uns gleich mit meinem Kollegen Phil. Den kennen manche vielleicht aus meiner ersten Phil-Shoots-Folge. Der Kollege, mit dem ich auf der Gamescom war. Ja. Man hat sich über Social Media kennengelernt und jetzt ist man wieder zusammen in Wien. Hier versuchen wir jetzt mal ein richtig cooles Foto zu machen. Stell ich mal gleich auch dahin, so wie das Mädchen. Bisschen einen Schritt rüber. Mega.
Geil. Das sieht gerade so richtig unwirklich aus. Was? Sieht total unwirklich aus. So Game of Thrones mäßig, CGI mäßig. Dann noch mitten in einer Gottesdienstgeschichte. Heftig. Das riecht ja komplett nach Weihrauch. Am Beginn des Jahres. Was ist eigentlich das Besondere an einem Wiener Würstchen? Dass es kein Wiener Würstchen gibt, sondern hier Frankfurter hast. Genauso wie Berliner in. Kennst du Berliner? Ja, ja, die heißen Krapfen. Genau, die heißen Krapfen. Hier aber auch Krapfen? Bitte? Heißen die auch Krapfen? Nein, hier heißen die Krapfen. Achso, ja, in Berlin nämlich, glaube ich, anders, aber auf jeden Fall nicht Berliner. Ich habe keine Ahnung. Aber Hamburger heißen in Hamburg Hamburger. Na, Hamburger, ja. Hamburger sagt hier keiner Hamburger, goddammit. Wie sagt ihr denn dazu? Na, Hamburger. Achso. Aber Apfelschorle. Ja, übrigens, hier ist Phil. Wie gerade schon angekündigt, da ist er wieder. Aber keine Apfelschorle, das sagt dir keiner. Ja, wir haben es heute schon gemerkt. Wie heißen die hier? Apfelsprudel oder so? Was sagt ihr denn dann? Apfelspritz, genau. Apfelspritz, ja. Eine Weinschorle. Ja. Heißt hier weiße Spritze. Weiße Spritze. Das kann man auch ganz anders verstehen in Deutschland. Das ist nichts Zeichen in Deutschland. Ich mag es eigentlich ganz gerne, dass es heute so nass ist. Alles so zweideutig, aber weil es einfach so schön. Das fängt schon wieder an, ey, das gibt's einfach nicht. Bleib mal ganz so stehen, ich mach mal wieder ein Foto von dir. Machen wir das Phil Schutz mal direkt weiter hier. Part 2 von Phil Schutz. Nice, haben wir ihn wieder. Haben wir wieder erwischt den. Jetzt gut. Haben wir den wieder, den Wiener. Servus, Chris. Wieder heftige Sehenswürdigkeit. Das Schöne ist, es ist alles so schön beleuchtet, dass es auch abends richtig schön rüberkommt. Und jetzt macht er das Bild kaputt. Und so sieht das von innen aus. Nächsten Tag. Ich habe euch jetzt das ganze Spaß gemacht. Ich kann am Ende nochmal random Fotos hochladen. Und ja, jetzt genießen wir nochmal gleich den Rückflug, eine Stunde. Der nächste Trip ist übrigens schon nächste Woche. Da geht's nach Florida. Also freut euch auch schon mal auf diesen Content. Und ja, ich würde sagen, lasst uns einfach den Sonnenuntergang nur noch sprechen lassen. Zum nächsten Video. Peace.